Naja, Sparta halt, ne? Ja, genau. Oh, ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, da die drei, so die Gefangenen werden alle getötet. Nicht versklavt? Ja, Die, bei dem werden sie alle getötet. okay. Ach, nicht wahr, oder? Machen die jetzt den Rest? Die Korea. Au. Ja, nee, da brauche ich eigentlich nicht kämpfen. Das ist. Warte, 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 warte. Oder? Hä, warte mal, doch, das geht, oder? Also, Weil das sind Axtkrieger, aber Kurzschwerter sind auch mit drin wieder. Wie viel Und es Fernkampf ist hat? kein. Und es ist diesmal halt kein Hinterhalt mehr. Ja, dann würde ich es auf jeden Fall versuchen. Ja. Willst du wieder auf meiner Seite mitspielen? Können wir machen, ja. Dann kriegst du ein paar Hopliteneinheiten und kannst die ganze Zeit flankieren. So, kleinen Gruß. So. Na, ja. Die Hoffnung ist natürlich, dass, ja, okay, also die Hoffnung ist natürlich, dass er volle Kanne auf die Frontlinie von dir draufläuft. Ja. Das Blöde ist halt, dass er keltische Jugendliche hat. Und die machen was? Das sind Plankler-Einheiten, die machen sehr viel Damage. Sind es die Wurfsperre. Steinschleudernden oder die Wurfspeere? Wurfsperre, Bronzenen Bären und die wandernden Krieger. Hab ich die wandernden Krieger nicht gerade bei der anderen Armee gehabt und die platt gemacht? So. Warte mal, gibt's hier erstmal. Hier drüben ist ein bisschen Hügel. Ich weiß nicht, ob wir das sinnvoll nutzen können. ja, ich würde So. hier mich aufstellen. Ganz hier vorstellen. Was, wo würdest du Da dich ganz aufstellen? oben. Da oben. Da ganz Okay, oben. dann stellen wir die Einheiten erstmal hier hin, oder? Dass wir die so schnell wie möglich da Genau, hochziehen einfach können. im Plop und dann einfach alle hoch. So, Nein, nein, nein. so. Also alle da. Hey, ich habe gesagt, alle da. So. Wissen wir schon, welche Einheit. Alter, aber die Hopliten-Einheiten sind halt alle richtig krass dezimiert. Ja. Also auf jeden Fall würde ich die grünen und die gelben hier hin tun und die So. verkackten hier halt als zweite Linie. Und ich stelle mich dann hier hin mit den Fernkämpfern. So, warte. Also. Didit. Ach so, warte, der auch. So. Und der. Die sind, also hier, die da sind die Angeschlagenen, die hier die Gesunden. Ja. Und also Fernkämpfer habe ich da jetzt nicht mit reingerechnet, weil die Sind ja Fernkampf. stehen eh hin. Genau. So, okay. Da. Warte. Ich will eine Gefechtsgruppe aus den ganzen gesunden Piken schon mal machen, weil auf diese Weise kann ich die einfach in der Phalanx einmal da oben dann hinstellen und dann nur noch leicht umstellen. Okay, dann. Und ich gebe dir mal den General auch. Okay. Ich weiß nicht, das ist zwar ein Risiko, aber eventuell ist der auch eine gute Flankiereinheit in dem Fall. Ja, in dem Fall musst du alles nehmen, was du kriegen kannst. Alles, was wir kriegen Ja. können. So, gut, dann ich bin soweit und dann stellen wir uns da oben hin. Gut.
Es nähert sich feindliche Unterstützung. Hier oben hatten wir gesagt, oder? Genau. Also quasi eine Einheit vielleicht hier und dann der Rest so und so. Also wenn es überhaupt von der Masse her geht. Sollte hinhauen. Okay, es sind nur keltische Plänkler und nicht die Jugendlichen. Aber, also, die machen trotzdem Schaden. Steinschleuderer! Spartaner! Steinschleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! General! Schnell! Mal kurz gucken, wie sich die hier ausstellen, weil die da zum Beispiel, das ist die Einheit, die hat noch volle Besetzung. So, Folge 5 oder 6 oder so. Dann ziehen wir die nämlich noch ein bisschen in die Länge hier. Und die rechte Seite ist halt dann nicht ganz stark. Die rechte ist halt die Hopliten. Kommandant! Ja, genau. GPs. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Einsatz! General! Tu mal die Hopliten hier raus. Also. Weil dann können meine nicht so gut schießen. Geschosse warten auf Ziele. Schnell vorrücken. Doppelte Geschwindigkeit. Eure Befehle. Schnell vorrücken. Die ersten haben jetzt hier schon Goldringe, by the way, ne? Mm. Wir werden alles also dafür tun, dass sie high bleiben. Ja, genau, dass sie ihn behalten. Mhm. Wie viel Reichweite haben deine Bogen? Das ist die Steinschleuder, ja, das ist hier. Ganz gut. Ja. Das ist halt der Vorteil an den Steinschleuderern, die haben eine sehr gute Reichweite. Ja. Aber übel gut. Ja, über den Berg raus. Ja. So. Na, dann hoffen wir mal, dass er auf die Falle reinfällt. Mhm. Die Einheit kannst du noch ein bisschen nach hier verschieben. Ne? Weil die überlappen sich gerade total. Habe ich gesehen gerade, ja. So, meine Hat Jungs. Was gebracht? War das jetzt zu viel? Ja, warte mal, die Einheit hier ist es, die da so behindert steht. So. Genau, ja. Ah, perfekt. Unser General wird angegriffen. Oh, der General wird angegriffen. Mhm. Warte mal, wo steht der? Ja. Ah, da. Ja, vorhin gesehen. Zu Befehl. Boah, ey, und jetzt kommt gleich der Speerwurf, oder? Vorm Charge. Ach. Alter! Oh, war ja. Ja. Sehr schön. Steinschleuderer!
Okay, die linke Flanke ist ganz schön unter Beschuss hier oben. Da wollen sie unbedingt rein. Ja, okay, sie wollen überall unbedingt rein. Ja. Zu euren Diensten. Ich schick mal die eine Hopliteneinheit darüber oder zwei. Ich schick die drei halbtoten Hopliteneinheiten darüber. Die sollen da ein bisschen die Stellung halten. Ja. Du ziehst die Bogenschützen da weg. Ja, ich oh, da kommen noch welche hier. Ich versuche hier hinzugehen und dann hier rein zu schießen. Schneidet sie in Stücke! Befehl verstanden! Steinschleuderer! Schnelles Marschieren! Infanterie zu euren Diensten. Zu Befehl. Bereit zum Einsatz. So, alles in allem sieht die Frontlinie aber relativ gut aus. So, hier drüben ist echt am schlimmsten. Wir erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Geschosse bereit zum Einsatz. Schieß. Ja. So. Die paar Pieken. Ja. Du brauchst einfach wirklich Kavallerie. Also, zwei reichen völlig, aber sonst ist halt das da wirklich eine Todeszone. Und mit, du könntest auch die Steinschleuderer durch Söldner Bogenschützen auswechseln, weil gegen die Plänkler von den Feinden. Achtung. Ja. Hab schon gesehen. Also gegen die Plänkler kann ich überhaupt nichts tun. Die haben zu viel Rüstung. Okay. Ja, ich habe sowieso überlegt, mal mit trotzdem allem Bogenschützen zu nehmen. Söldnerbogenschützen halt ungern, weil die kosten so viel. Ja. Aber also, okay. Wenn du die kritischen bekommst, auf jeden Fall die kritischen holen, weil die kritischen sind die besten im ganzen Spiel. Okay, das bist du. Mhm. Ah, sein General steht da drinnen. Der hat an einem Punkt die Phalanx durchbrochen. Zerstückelt sie! Geschossinfanterie! Steinschleuderer! Bereit zum Einsatz! Oder? Ist er durchgekommen? Ja. Steinschleuderer! Feuer! Bereit! Zerstückelt sie! Steinschleuderer! Geschosse warten auf Ziele! Eure Befehle? Ich hetze mal die eine halbtote Pikiniereinheit da unten auf die Bogenschützen rauf. Ja. In der Hoffnung, dass sie da irgendwie die zumindest ein bisschen wegtreiben. Wenn sie die nicht gleich abschießen jetzt am Anfang, dann Im Zweifelsfall haben wir zumindest ein bisschen Zeit. Steinschleuderer! Okay, aber die Frontlinie. Wo wanken Männer? Ah, da oben. Ja, gut. General! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Geschosse warten auf Ziele! Ja, die linke Flanke ist jetzt unter bösem Beschuss. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Also was heißt Beschuss? Beschuss ist Beschuss. Steinschleuderer!
auf den General da. Achtung, der General. Ja. Ich habe ja eben schon drauf also zwar eingestellt, dass er sich umgedreht hat. Sehr schön. Zack, zack. Oh, scheiße, die Pikiniere sind zu weit reingelaufen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja. Ah, der feindliche. Nee, wir haben einen feindlichen General platt gemacht, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Ich erwarte eure Befehle. Ja, Kommandant. General! Befehl verstanden! Fehlt nur noch einer. Geschosse warten auf Ziele. Steine neue! Boah, ey. Ja, also ich sag mal so, die Goldringe werden die Leute, die hier überleben, nicht haben, weil wenn sie aufgefüllt werden, dann reduziert sich ja der Rang, weil neue Rekruten dabei sind. Nee, nur wenn du sie auffüllst. Stimmt, ich kann sie auch zusammenziehen, aber dann habe ich am Ende eine Elite-Einheit und der Rest sind Luschen. Nee, nicht zusammenziehen, sondern einfach so lassen und sie auffüllen lassen. Die verlieren den Rang nicht. Ah, okay. Also, ich dachte, wenn du, weil du halt dann quasi ja neue Rekruten drin hast. Ja, nee, also bei Rome to the Wall 2 ist das noch nicht so. Das sind erst die anderen. Die anderen Spielen. Die Frage, ich bin mir nicht sicher, ob wir das packen. Ja. Ah, du kaltest da die die Dings durch die Gegend. Ja. Die Kurzschwert-Dudes. Schon seit 2 Stunden. Ganz schön. Unsere Männer fliehen vor der. Ah, nee, ein ist weggelaufen. Schade. Oh, ey, das wird sauknapp. Also, wenn die uns noch platt machen, danach schaut's leider gerade ein bisschen aus, dann einerseits mit massiven Verlusten. Mhm. Ja, noch 8 Sekunden, so lange muss der General überleben. Komm mal, 3, 2, 1. Gut. Na, yes. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Moralboost, aber der feindliche General macht uns hier, macht dir im Rücken Ärger. Ja. Unser General ist gefallen. Ja, das war der Basileus. Das Schöne an Sparta, du kriegst keine Moraleinbuße jetzt dafür, dass der General tot ist. Ja, brauchst du auch nicht. Ja, aber verlieren tun wir trotzdem. Ja. Das ist ein schändlicher. Boah, Alter. War aber sehr knapp. Und ja, ich glaube, der Hauptgrund, warum die gewonnen haben, sind die keltischen Plänkler. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, wahrscheinlich. Das ist ein schändlicher Anblick. Weil die haben halt richtig krassen Rüstungsdurchschlag. Also. Okay. Tja. So, und die Hopliden-Einheit. Crazy shit. Teurer, feindlicher Sieg. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt bin ich gespannt auf die Statistik. Okay, so viel war es doch nicht. Also knapp 70, 40, 80 und also 2x80. Also die feindlichen Fernkämpfer. Ja. Ja, aber wir haben aufgestellt 900 und haben fast, also knapp 1000 und haben 2000 vernichtet. So. Ja. Ist halt schon krass trotzdem. Und ich meine, was bleiben ihm jetzt noch? Ihm bleiben jetzt 1000. Das ist gut teuer gewesen für ihn. Aber mein Basileus. Ja, der war schon ziemlich weit, ne? Ja, Rang 7 war der. Das tut weh. Aber er hat einen Sohn gehabt. Ja, okay. Wenigstens etwas.
Ja, das Problem ist, die Armee gibt's nicht mehr. Ich brauche keinen neuen General für die Armee. Ja, ja. Ah, Herakles Speere, Alter. Da sieht man ja mal wieder, wie wichtig Scouten ist. Ja. Das ist halt super wichtig. Aber das war auch unlucky, dass du im Gewaltmarsch warst. Ja. Und, weil da hätten wir die erste, das nicht gewesen wäre, hätten wir die erste Armee schon viel klarer, also die erste doppelte schon viel klarer fertig gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und dann die zweite wäre dann im Grunde noch Aufwischen von Dreck gewesen. Mhm. Ja. Hey, eine Einheit gibt's noch. Eine Einheit Helotensteinschleuder. Steinschleuder. Vorrede, ja, Pause. Boah, krass.